wie ein Fisch durchs Wasser gleiten, grazil und schnell. Und sie beherrscht das perfekt. Johanna Schikora aus Berlin. Und zwar habe ich als Baby Babyschwimmen gemacht und als Kind habe ich alle möglichen Bücher über Meerjungfrauen und Ozeane und so gelesen und auch Filme geguckt. Da weiß ich jetzt, dass das überhaupt nichts mit der Sportart zu tun hat, dass wir alles andere als Meerjungfrauen sind. Johanna ist mit ihren 15 Jahren das jüngste Mitglied der Nationalmannschaft. Bei den Jugendweltmeisterschaften im August in Russland gewann sie Gold über 800 Meter. Ja, einfach toll. Also es war ja auch Jugend-Europa-Rekord und es hat sich einfach gut angefühlt, nach dem ersten Tag, der ja nicht so gut gelaufen ist, da nochmal einen Sieg mit nach Hause zu bringen. Dafür trainiert die Gymnasiastin aber auch hart. 3 Stunden täglich muss sie ins Wasser und schwimmt 5 Kilometer pro Einheit. Also sie, muss ich ehrlich sagen, überrascht mich da selber. Denn mit 15 schon so weit vorne zu sein, ist sehr, sehr herausragend. Sie hält den Jugend-Europa-Rekord und Jugend-Weltrekord. Johanna ist die Schnellste. Und wenn es nach ihr geht, geht's noch schneller. Vielleicht ja schon im Februar 2018 beim Weltcup in Ungarn.